Das sind meiner Meinung nach die besten zwei Tools, mit denen du Aktien analysieren, durchleuchten, durchbohren oder was auch immer kannst, ohne viel Arbeit, ohne viel Rumgesuche. Meine Meinung, let's go! Willkommen zurück bei Finanzfitness. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich zeige dir hier, dass du durch mehr Sparen, mehr Investieren und so weiter deutlich finanziell freier werden kannst. Heute schauen wir uns Tools an, mit denen man Aktien analysieren, screenen und so weiter kann. Das sind meine zwei Favorite Tools. Es gibt noch andere. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Tools ihr nutzt und auch bitte, wie ihr die Tools findet, die ich euch heute zeige. Denn ich finde diese beiden wirklich überragend und wir gehen jetzt direkt rein. Und los. Jetzt sind wir hier auf Simply Wall Street. Das ist das erste Aktientool, was ich nutze. Direkt zu Beginn haben wir jetzt hier My Updates. Da sind eben dann die Aktien gelistet, die ich auf der Watchlist und im Portfolio habe. Dann gibt es dann über Seeking Alpha oder eben direkt von Simply Wall Street eine Analyse, die hier verlinkt ist. Und die finde ich auch wirklich sehr, sehr interessant. Bei Seeking Alpha hat man dann ein oder zwei, ich glaube drei, ich bin mir nicht ganz sicher, Texte hier frei. Dann ist es kostenpflichtig. Wir haben hier drüben das Portfolio mit 15 Aktien, die da drin liegen. Hier werden die Märkte nochmal angezeigt. Hier sind Upcoming Events, also Earning Releases in der Übersicht. Wir haben Ex-Dividend Dates, die als nächstes kommen. Zum Beispiel jetzt hier Realty Income von den Aktien, die ich eben im Portfolio habe. Dann Aktien, die ich mir vorher angeschaut habe. Und hier drüben haben wir dann nochmal Top Industries und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt hier oben auf Markets. Und jetzt kann man hier ein US Stock Market Analysis, wo man sich dann die PE Ratio anschauen kann. Ich habe hier den US Stock Market angegeben, weil als Heimatmarkt, weil ich eben hauptsächlich US-Aktien im Portfolio habe. Und wir haben jetzt hier neben nochmal Latest News. Hier gibt es aber noch einiges, was man sich hier runter jetzt anschauen kann. Also Sektoren, Trends im US-Markt, wie sich die entwickelt haben und hier Top Stock Gainers, Losers und vieles mehr. Das Interessanteste meiner Meinung nach kommt aber hier oben im Bereich Discover beziehungsweise im Portfolio-Bereich gleich. Ich zeige euch das aber jetzt mal. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel aufgeteilt nach Oil Stocks, Airline Stocks, Tech Stocks beispielsweise. Wir schauen uns jetzt mal hier Tech Stocks an, gehen hier rein und zwar gehen wir mal auf die Apple-Aktie. Und hier seht ihr jetzt so eine typische Analyse eben, wie die Apple-Aktien oder einfach eine Apple-Aktie beziehungsweise eine andere Aktie analysiert wird. Wir haben jetzt hier die Aufteilung nach Valuation, Future Growth, Past Performance, Financial Health, Dividend, Management und Ownership, also Besitz der Aktien. Jetzt muss ich ganz klar sagen, das Ganze ist auf Englisch, ist vielleicht ein Nachteil für einige, die Simply Wall Street nutzen würden, aber man kann es nicht auf Deutsch stellen. Ich weiß es allerdings nicht 100%. Ich habe versucht, danach zu schauen, ich habe es aber nicht gefunden. Ihr könnt mir mal Bescheid sagen, ob ihr glaubt, dass es möglich ist oder irgendwo gesehen habt. Ich glaube aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir haben hier zu Beginn erstmal so eine Snowflake-Analyse. Da sehen wir dann Haken zu dem Bereich Value, zu Dividend, zur Gesundheit, also Health, wie geht es dem Unternehmen, zur Vergangenheit, wie hat sich das Unternehmen entwickelt und eben zur Zukunft. Hier ist eine kleine Zusammenfassung, wie eben die Aktie gerade bewertet ist, die Gewinne, momentan nach Discounted Cashflow, den Fair Value und hier unten nochmal, wie sich die Gewinne eben über die letzten 5 Jahre entwickelt haben und dann auch noch Risiken. Hier steht jetzt hier hohe Schulden eben. Hier oben haben wir nochmal eine Zusammenfassung der Firma, des Unternehmens. Da kann man dann draufklicken, sich das Ganze anschauen. Wir scrollen jetzt mal ein bisschen runter und schauen uns das mal an. Hier sehen wir jetzt hier Apple Competitors. Das passt meiner Meinung nach nicht 100%ig immer diese Competitors, weil natürlich Apple auch sehr, sehr stark mit beispielsweise Samsung konkurriert, weil Apple sehr hohe Umsätze eben über die iPhones macht oder eben auch mit Huawei oder anderen Anbietern hier. Deswegen, das passt nicht mehr 100%ig, da stehen dann auch immer mal andere. Gehen wir jetzt hier weiter runter, sehen wir jetzt hier nochmal Artikel, die verlinkt sind zu Apple, die es jetzt kurzfristig gab. Dann haben wir jetzt hier Return versus Industry, Return versus Market und so weiter, also kurze Zusammenfassung. Und das ist jetzt eine Fundamentalzusammenfassung, die wir hier sehen.
Das ist wirklich noch der Company Overview. Da sehen wir dann einfach angezeigt, wie ist momentan das KGV. Und hier der Umsatz, die Gewinne, Market Cap, schön übersichtlich dargestellt. Wir haben hier die Bruttomarge und so weiter, wie das bei Apple aussieht. Und das finde ich ist wirklich sehr, sehr ansehnlich gemacht. Klicken wir mal hier drüben auf Valuation, sehen wir jetzt nach Discounted Cashflow, dass die Aktie 20,5% unterbewertet sein soll. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, weil das geht natürlich nach den Zukunftswerten, was die Analysten hier sagen, wie die Aktie zukünftig wachsen könnte. Gehen wir jetzt hier noch runter, sehen wir dann auch mal hier angeschaut, Below Fair Value oder Significantly Below Fair Value. Jetzt haben wir hier KGV versus Industry und auch KGV versus der Markt, also wie das aussieht. Und ein grüner Haken kommt jetzt hier eben hin, wenn es deutlich besser aussieht. Aber man muss dann immer wissen, mit dem Markt kann man das beispielsweise nicht so gut vergleichen, wenn die Aktie deutlich mehr wächst und so weiter und so fort. Aber da muss man sich dann natürlich ein bisschen mehr informieren. Hier hat man aber wirklich eine absolut super Übersicht. Man bekommt hier die PEG-Ratio, man hat das Kurs-Buchwert-Verhältnis und jetzt haben wir auch das zukünftige Wachstum, was hier kommt, was hier vorhergesagt wird für die ersten, für die nächsten 1 bis 3 Tage, Jahre, für die nächsten 1 bis 3 Jahre natürlich. Und ja, das sind die Vorhersagen der Analysten im Vergleich zu Industry und Markt hier wieder. Gehen wir weiter runter. Haben wir jetzt hier Future Return on Equity, was angezeigt wird. Wir haben die vergangene Performance, die angezeigt wird. Wir haben jetzt hier Return on Equity. Wir haben Return on Assets, Return on Capital Employed. Dann haben wir hier Financial Health, was ich immer sehr schön finde als Darstellung. Also wie sieht es hier aus mit den Vermögenswerten, also den kurzläufigen Vermögenswerten im Vergleich zu Verbindlichkeiten, was ich immer ganz toll finde, wie beispielsweise bei Monster Beverage, wenn die kurzläufigen Vermögenswerte schon die langfristigen und die kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken. Und das finde ich absolut top. Oder auch die langfristigen, das wird nur die langfristigen, das wird hier unten dann auch nochmal als grüner Haken angezeigt. Jetzt haben wir hier noch mehrere Darstellungen. Wir haben hier etwas zur Dividende, wie die aussieht, wie die im Vergleich zum Markt ist. Wir haben hier einiges im Vergleich zum Management. Jetzt könnt ihr hier euch nochmal was über Tim Cook durchlesen. Also wirklich auch detaillierte Zusammenfassung, was ich wirklich sehr, sehr ansehnlich und interessant finde. Wir haben hier was zum Insider-Trading, ob da vor kurzem eben Aktien gekauft oder verkauft wurden von Insidern. Das finde ich wirklich super. Beispielsweise bei Unilever sieht man, dass der CFO vor kurzem gekauft hat und trotzdem die Aktie sich nicht so stark bewegt hat. Aber wenn der CFO sagt, naja, die Aktie ist jetzt relativ günstig oder zu einem guten Preis, dann kauft man eventuell gar nicht so ungünstig eben ein. Hier sieht man nochmal eine Darstellung zu Ownership Breakdown, also wer besitzt hier welche Aktien, 52% Institutionen, General Public 41,7. Jetzt haben wir hier die größten Shareholder angezeigt, da kann man sich dann auch nochmal im Detail anschauen. Man hier 5% Berkshire Hathaway und jetzt sind nochmal allgemeine Informationen zu Apple. Was ich noch sehr interessant finde, wenn wir jetzt mal hier hochgehen, sieht man auch, was der CEO und so weiter verdienen und das Board eben, was die verdienen und wie viele Aktien die besitzen. Und wir sehen jetzt hier oben, wenn wir hier hochscrollen, auch nochmal die CEO Compensation Analysis. Das heißt, wie bewegen sich die Gewinne und wie bewegt sich dann eben auch, also das sind die Gewinne hier und wie bewegt sich das Salary, also der Verdienst von Tim Cook und das sieht man dann jetzt hier angezeigt, aber hier steht dann nochmal eine Zusammenfassung, Tim's compensation has increased by more than 20% in the past year, also im letzten Jahr mehr als 20%, finde ich immer eine ganz schöne Darstellung, dass man weiß, hat der CEO auch Skin in the Game. Das heißt, wenn die Aktie nicht gut läuft, weil er Mist gebaut hat, geht dann auch sein ganzes Kapital runter oder eben nicht. Jetzt kann man sich hier oben auf der Watchlist Aktien eintragen, die man auf der Watchlist haben möchte. Ich habe hier einfach mal beispielsweise ein paar eingetragen, also Berkshire Hathaway, Pepsi, Costco, Bayer und Corsair Gaming. Kann man sich eintragen und dann bekommt man hier auf dieser Seite natürlich auch News zu den Aktien und Zusammenfassung. Jetzt hier Portfolio.
Da ist dann mein Portfolio aufgelistet. Das finde ich ist wirklich richtig schön gemacht. Man hat hier eine schöne Übersicht, auch wieder mit der Snowflake-Darstellung. Die kann man dann alle darstellen. Das ist jetzt nur das eine Portfolio, was ich bei Trade Republic habe. Hier unten ist dann die Snowflake-Analyse. Und jetzt wird hier eine komplette Analyse gemacht, quasi von meinem Portfolio, wie eben auch Apple analysiert würde. Wir haben hier News dazu, wir haben den Return eben in Volatilität dargestellt. Jetzt haben wir hier, welche Aktie den meisten Return gebracht hat oder eben nicht. Alibaba. Jetzt geht es hier weiter. Wie gut ist man diversifiziert über unterschiedliche Branchen? Finde ich auch sehr schön dargestellt. Da sieht man, dass schon einige Branchen hier abgedeckt sind in dem Portfolio. Und hier Valuation. Das ist natürlich nicht so ganz gut dargestellt. 42,7% unterbewertet, da muss man immer vorsichtig sein bei sowas. Wir haben hier einige Aktien, die noch nicht so lange am Markt sind und nicht so viele Gewinne schreiben. Da sollte man dann sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, und das Ganze wird jetzt hier auch eben angezeigt. Ich kann mir dann hier die Dividende anzeigen lassen, die bei mir im Durchschnitt ist, woran das liegt, an welchen Aktien. Und natürlich auch die zukünftige Performance. Da sehe ich dann hier angezeigt, dass mein Portfolio im Schnitt im Jahr so 10,4% wachsen sollte, laut der Analysten. Und ich kann hier oben auf einen Screener gehen und kann eben dann hier nach bestimmten Aktien screenen. Ich kann nach PE-Ratio, also nach KGV und so weiter screenen. Und das finde ich wirklich extremst übersichtlich und sehr schön dargestellt. Ansonsten gehe ich einfach hier oben drauf, gebe ein Costco. Wenn ich Costco eben mir anschauen möchte, klicke dort drauf. Und dann wird mir diese Aktie eben hier angezeigt. Ich kann sie hier zur Watchlist hinzufügen, was ich ja schon habe, oder zu meinem Portfolio, wenn ich sie gekauft habe. Und ich kann auch eintragen, wann und für wie viel ich gekauft habe. Und das Ganze natürlich ordentlich tracken hier. Gehen wir zum nächsten Tool. Und das ist der Aktienfinder. Ich nutze in der Regel hier oben die Aktiensuche hauptsächlich. Man kann aber auch über Wachstumsfilter hier reingehen und nach bestimmten Dingen hier suchen, Stabilität des Gewinns und so weiter, was man eben möchte. Wenn man nur sehr, sehr stabile Aktien haben möchte, dann kann man das hier natürlich so einstellen, wenn man mag. Ich kann hier nach ausgewählten Rankings, also Dividendenwachstum und so weiter suchen. Also das steht jetzt hier eingestellt, mein Ranking. Jetzt gehe ich natürlich aber mal hier runter und ich suche jetzt nach einer bestimmten Aktie. Da klicke ich jetzt hier drauf und dann gehe ich mal auf Monster Beverage. So, Monster Beverage seht ihr jetzt hier angezeigt, konsumzyklisch, die Marktkapitalisierung, es wird keine Dividende ausgeschüttet. Man sieht aber hier beispielsweise, dass der Gewinn sehr stabil ist, dass der Cashflow sehr, sehr stabil ist. Und hier haben wir den Umsatz, der sehr, sehr stabil ist. Das wird dann nochmal schön angezeigt. Und hier sieht man dann das KGV bilanziert und das KGV bereinigt, was sehr, sehr nah oder einfach gleich ist in dem Fall, und das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Und hier sieht man dann im Vergleich Fairwert bereinigt, wie die Aktie eigentlich sein müsste, und Fairwert im Vergleich zum Gewinn und nach dem Gewinn und Fairwert Cashflow. Das bedeutet jetzt hier, nach dem Gewinn zu beurteilen, Fair Value wäre die Aktie unterbewertet und nach dem bereinigten Gewinn auch. Und jetzt schauen wir uns das natürlich mal im Detail an. Wir sehen hier sehr geringe Schuldenquote und im Detail sieht das folgendermaßen aus. In diesem Tool kann man erstmal sich das Unternehmensprofil anschauen. Da ist dann eine kurze Zusammenfassung, man hat hier eine kleine Übersicht, dann kann man einen Qualitätscheck machen, da sieht man dann alles nochmal in der Übersicht. Man hat jetzt hier Gewinne, Cashflows, Dividenden, man hat Umsatz und Margen, die hier angezeigt werden. Was ich immer schön finde, ist, wenn man hier sieht, dass hier die Gewinne weiter nach oben gehen sollen, mal kurz einbrechen, dann verkaufen oftmals viele. Und das ist so mein Punkt, wo ich immer weiter nachkaufen werde hier runter, und dann hier wird es irgendwann wieder ordentlich nach oben weitergehen. Dann haben wir hier Verschuldung, Gesamtvermögen. Was ich auch immer toll finde, ist, wenn man hier jetzt sieht, dass die Tilgungskraft sehr, sehr hoch ist und man natürlich da ordentlich dann von verzinsten Schulden was abdecken kann. Dann Aktienrückkäufe, wie das stattgefunden hat, und die ausstehenden Aktien. Hier sieht man dann, dass die sich eben nach unten entwickelt haben, dass hier Aktienrückkäufe gemacht wurden. Und hier haben wir dann in der Übersicht, das sieht man jetzt hier noch nicht so gut, das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, die Dividendenrenditen und die Bewertungskennzahlen und hier der faire Wert.
Da gehen wir aber jetzt natürlich mal ordentlich rein. Das ist jetzt nur eine Übersicht und jetzt schauen wir uns mal die Bewertung von Monster Beverage an. So, wir ziehen jetzt mal hier so quer rüber. Jetzt haben wir hier den Kurs, wie der Kurs sich, wir gehen nochmal raus, dass man das besser sieht. Wir haben jetzt quasi in schwarz hier den Kurs, in grün haben wir die Gewinne und in gestrichelt orange haben wir hier, beziehungsweise haben wir den Gewinn Fair Value, wie die Aktie bewertet sein müsste nach dem bilanzierten Gewinn und hier unten haben wir, wie die Aktie bewertet sein müsste nach dem bereinigten Gewinn, wenn hier irgendwie Abschreibungen und so weiter waren. Und da sehen wir jetzt beispielsweise hier, die Aktie steht momentan bei 85 US-Dollar. Klicken wir jetzt hier drauf, können wir da einen Kaufzeitpunkt eben festlegen und klicken wir dann hier oben auf eben den Fair Value bilanzierten Gewinn, dann können wir jetzt hier sagen, dass die Aktie dass es mit der Aktie so aussieht, dass bis Ende 2024 die Aktie pro Jahr mit 11,7% wachsen müsste eigentlich, wenn es eben sich so entwickelt, wie die Gewinne sich entwickeln. Und wie Peter Lynch beispielsweise sagt, ist es in der Regel so, dass der Aktienkurs, wie wir auch sehen können, sich mit den Gewinnen nach oben bewegt. Das heißt, wenn ein Unternehmen Gewinne schreibt, geht der Börsenkurs in der Regel auch nach oben. Wir sehen aber auch, wie wir hier unten sehen können, dass das auch mal ordentlich darüber liegen kann, weil die Zukunft vielleicht schon etwas vorausgeplant wird an der Börse oder vorausgedacht wird. Jetzt sehen wir hier, es geht hier runter, weil die Gewinne einbrechen werden. Es kann gut sein, dass es nochmal weiter runter geht. Und wenn wir dann da drauf klicken und sagen dann hier, wir setzen eben den Kaufkurs hier, wo wir auch den eben gesetzt haben und sagen, aber wir möchten jetzt hier das eben nach dem bereinigten Gewinn machen, dann haben wir hier in etwa ein 10%iges Wachstum und das wird auch zukünftig vorausgesagt. Und ich glaube, wenn wir jetzt kaufen, dann ist die Aktie relativ fair bewertet oder das Unternehmen relativ fair bewertet an der Börse. Wir sehen hier auch, dass das KGV bereinigt langfristig eben seit Börsengang oder knapp nach Börsengang eben hier 28,6 war und jetzt bei 29,6 liegt. Das heißt, wir haben hier ein bisschen überbewertet nach Cashflow, auch etwas überbewertet, aber es ist oftmals auch schwer, eine Aktie zu finden, die wirklich direkt unterbewertet ist. Da sind dann oftmals auch Krisen und so weiter im Gange, was wir hier bei Monster Beverage natürlich nicht haben. Das finde ich am allerwichtigsten, dieses Tool. Ich kann eigentlich fast nicht mehr ohne dieses Tool, weil ich hier wirklich ganz genau sehen kann, wenn dieser Kurs hier sehr, sehr weit hier oben liegt, dann weiß ich ganz klar, naja, hier wird ein bisschen einfach zukünftig weiter gedacht an der Börse und irgendwann wird wieder eventuell ein Einbruch kommen. Gehen wir hier mal auf Segmente. Da sehen wir, wie das Unternehmen Geld verdient und da sehen wir mit 93% bzw. 94% mit Energy Drinks, also relativ leicht zu verstehen, was hier stattfindet. Wenn man sich im Detail nochmal einlesen möchte, sollte man sich den Earnings Call und auch eben die Papiere von dem Unternehmen nochmal anschauen. Hier haben wir die Regionen, die nochmal angezeigt werden, relativ übersichtlich. Da haben wir 67% USA und der Rest eben outside USA. Man hat hier natürlich über Coca-Cola sehr gute Chancen in der ganzen Welt zu verkaufen. Jetzt haben wir hier ein Ranking. Da sehen wir auch, dass das relativ gut aussieht oder wirklich sehr, sehr gut. Erwartet der Kursgewinn nicht ganz so, aber trotzdem höchstwahrscheinlich so im zweistelligen Bereich oder erwartet man zumindest, ist noch nicht ganz erreicht. Im letzten Jahr hat man sich hier sehr wenig bewegt und hier eben Dividende keine. Das heißt, wir haben kein Dividendenturbo und jetzt kann man sich hier noch eine Benchmark dazu legen. Ja, das waren die beiden Tools, die ich nutze. Sagt mir nochmal Bescheid, wie ihr diese Tools findet. Ich würde euch jetzt am Ende nochmal zeigen, was diese Tools kosten. Und zwar haben wir bei Simply Wall Street, wenn wir hier drauf gehen, ich schiebe mich mal hier zur Seite, dann kann ich euch das noch hier eben anzeigen. Und da seht ihr hier Plans, Pricing. Und wir fangen mal an mit einem Annual Billing. Das heißt, wenn ihr aufs Jahr zahlt, haben wir hier für die freie Nutzung 5 Company Reports im Monat. Wir haben 5 Portfolio-Aktien analysiert und Watchlist haben wir Unlimited.
Und das war mir ein bisschen wenig am Anfang. Ich habe das damit ausprobiert. Dann bin ich auf Premium gesprungen. Irgendwann wollte ich 30 Aktien nachschauen und dann wurde das natürlich auch blockiert. Dann ging das wieder nicht. 30 Company Reports im Monat. Und dann habe ich auf Unlimited eben abgegradet und das ist wirklich überragend. Man kann hier PDF-Exports machen und das ist wirklich, wirklich absolut top. Das heißt, ich bin dann reingegangen irgendwann und wollte eine Aktie nachschlagen oder nachschauen und es ging nicht mehr und dann habe ich gedacht, weißt du was, das ist alles so übersichtlich, ich muss nicht mehr die ganze Zeit irgendwo rumsuchen und das mache ich jetzt eben so. Allerdings zahle ich monatlich, dass ich jederzeit kündigen kann. Deswegen bin ich bei 30 Dollar, US-Dollar. Ja, gehen wir auf den Aktienfinder. Und da sind wir hier bei Mitgliedschaft und hier scrollen wir runter und dann sind wir hier bei einer Gastmitgliedschaft. Da haben wir dann Aktien, die Top 20. Für Vollmitgliedschaft haben wir 1.829 eben und wenn man einfach Mitglied ist, Account aufmacht, dann haben wir die Top 50. Jo. Und hier seht ihr nochmal, was dann da alles zur Verfügung steht. Man kann sich Preisalarme einstellen, Ranking einstellen, Merkzettel, Dividendenalarme, Excel-Export auch machen und so weiter. Und ich nutze diese beiden wirklich oft. Ich kombiniere die miteinander. Und das ist in der Regel alles, was ich brauche. Sagt mir doch jetzt mal, wie ihr diese Tools findet, was ihr von den Preisen haltet. Ich würde mich darüber freuen. Ich finde diese beiden Tools absolut überragend. Ich sage aber nicht, dass es die einzigen Tools sind, die man nutzen sollte oder kann. Es gibt wahrscheinlich noch andere richtig gute. Sagt mir gerne mal Bescheid. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Macht's gut. Ciao.